I got sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I got hot blood in my body when it drops. Oh no, it's under the lights. Everything goes. So just imagine. I can't stop the feeling. Unsere Reise zu deutschen Seen, die Sie kennen sollten, beginnt in Münster. Aller Anfang ist klein. Wir starten mit dem gerade mal 0,4 Quadratkilometer großen Aasee und arbeiten uns dann langsam zu den Riesenseen vor. Und damit haben wir auch schon erklärt, wie wir die Seen ordnen, nämlich nach ihrer Größe. Die Münstersche Aa, ein Nebenflüsschen der Ems, wird mitten in der Stadt gestaut. Mit Hilfe der Sonne gelangen sie über den so entstandenen See, ganz umweltfreundlich. Der Name des Bootes, Solaris, verrät den Antrieb, Solarenergie. Wir kriegen die Sonne oben über die Solarpaneele oben auf dem Dach rein. Und wenn die Sonne einigermaßen scheint, reicht, hast du den ganzen Tag aus. Wir haben ausreichend Akkus an Bord, dass wir also 3 Arbeitstage so durchfahren könnten, ohne Nachladen. Hat bis jetzt immer gereicht. Ganz leise und emissionsfrei kommt man so zum Allwetterzoo. Der heißt so, weil Besucher zwischen den großen Tierhäusern vor Regen und Wind geschützt sind, durch überdachte Gänge. Seit 1875 besitzt Münster einen eigenen Tierpark. Allerdings befand er sich nicht immer an dieser Stelle. 1974 erst eröffnete er seine Tore westlich des Aasees. Also mussten die Tiere vom alten in den neuen Zoo umziehen. Und zwar ganz heimlich. Wenn man Tiere aus ihrer Gewohnheit rausnimmt, dann regen sie sich schnell auf und dann ist sehr schnell irgendetwas passiert. Das heißt also, wenn wir das gemacht haben, haben wir immer auf eiserne Ruhe einmal bei der eigenen Mannschaft geachtet, dass also wirklich gut eingearbeitete Teams die Handgriffe leisteten und dass möglichst wenig Besucher zuschauten. Aber die Kassen waren mal wieder klamm und der Zoo war dringend auf Spenden angewiesen. Also machte man aus der Not ein Vergnügen. Etliche Tiere zogen publikumswirksam auf der Arche Zoa um, quer über den Aasee. Deswegen mussten wir natürlich aus Werbegründen diese Arche Zoa vom alten zum neuen Zoo schippern lassen, sozusagen. Und da haben wir so ein bisschen Theater gemacht mit Hilfe der Theaterdarsteller von der Abendgesellschaft Zoologischer Garten. Ein halbes Jahr später war der Umzug geschafft. Und noch einmal 2006 bildete der Aasee die Kulisse einer tierischen Geschichte. Und zwar einer ungewöhnlichen Love Story. Happy End für die aktuell berühmteste Liebesgeschichte des Landes. Mein lieber Schwan. Sie sind gut und gemeinsam angekommen in Ihrem Winterquartier im Allwetterzoo in Münster. Der Trauerschwan und sein geliebtes Tretboot. Wochenlang war der schwarze Peter dem Schwanenboot auf Schritt und Tritt gefolgt. Das perfekte Sommerlochthema. Am Ende ist klar, Trauerschwan Peter ist eigentlich eine Petra. Doch Liebe kennt bekanntlich keine Grenzen. Weder beim Geschlecht noch bei der Partnerwahl.
Niedersachsens Landeshauptstadt schuf sich vor knapp 100 Jahren selbst ihren See. Hannover hat zwar keinen Akzent, aber dafür Ruderer, echte Profis. Und nochmal 10 drauf! Der Maschsee, Trainingsrevier für die Bundesligamannschaft vom Hannoverschen Ruderclub. Aber nicht nur Leistungssportler legen sich hier ordentlich in die Riemen. Auch Freizeitathleten haben den See längst für sich entdeckt. Seit 2008 versammeln sich beim alljährlichen Drachenboot-Festival 140 Teams mit knapp 4000 Paddlern. Es ist auch viel zu groß schon geworden. Wir hätten schon vor ein paar Jahren die Reißleine ziehen müssen, aber hat leider nicht geklappt. Und dadurch sind wir jetzt eines der größten und besten Festivals Europas geworden. Die dreitägige Veranstaltung ist so angesagt, dass sie Monate vorher ausgebucht ist. Gerade einmal 0,8 Quadratkilometer ist er groß, der Maschsee in der niedersächsischen Landeshauptstadt. 2 Meter tief, bis zu 500 Meter breit und mehr als 2 Kilometer lang. Aber es ist nicht die Größe, die ihn so attraktiv macht. Er ist einfach für jeden Spaß zu haben. Schützenfest Ausklang 1977 danken wir dir, Petrus, für diese heißen 10 tollen Tage mit einem Sprung in unseren kühlen Maschsee. Bruchmeister, auf Marsch geht's los. Marsch! Los. Einmal im Jahr steppt hier der Bär. Seit 1986 wird das Flanierufer 3 Wochen lang zur Partymeile. Beim Maschseefest mit mehr als 2 Millionen Feierwütigen. Vor 100 Jahren hätte es noch Maschwiesenfest heißen müssen. Denn einen See gab es noch gar nicht. Weißt du, dass der irgendwann mal in der Hitlerzeit mit irgendwelchen, ich glaube, Arbeitslosen war das damals, ne? Geschaffen worden ist? Oh, soweit ich informiert bin, ist das irgendwann in den 30er Jahren gewesen, dass ein Arbeitsbeschaffungsprogramm damals aufgezogen wurde. Genau. Mitte der 30er Jahre rückten mehr als 1000 arbeitslose Hannoveraner mit Schaufel und Spaten an, um ein Becken für einen See zu schaffen. Und er hatte die Idee dazu. Oberbürgermeister Arthur Menge. Für sein Ziel nutzte er geschickt das Arbeitsbeschaffungsprogramm der Nazis. Die wiederum priesen die Schaffung des Maschsees als völkische Tat. Einige Skulpturen am Ufer stammen aus der Zeit. Ende der 60er liefen Studenten dagegen Sturm. Da kam natürlich sofort die Frage auf, was machen wir denn mit diesen ganzen Kunstwerken? Ist das nun faschistisch? Ist das nationalsozialistisch? Muss das weg? Die größte Forderung war natürlich, den Maschsee zuzuschütten, um dieses Stück Geschichte zu entsorgen, was uns natürlich völliger Blödsinn ist. Man muss mit der Geschichte umgehen und ich finde es gut, wenn man den See auch richtig im Alltag nutzen kann, aber dennoch weiß, dass er im Dritten Reich gebaut wurde und auch, dass die Kunstwerke in dieser Zeit entstanden sind. Mitten in einer Millionenmetropole und trotzdem ganz weit weg vom Großstadtstress. Hamburg, meine Perle, du wunderschöne Stadt. Mein Zuhause, du bist mein Leben, du bist die Stadt, auf die ich kann, auf die ich kann. Los, los. Hey! Wir sind in Hamburg. Und bevor Sie sich aufregen, nein, die Alster ist natürlich kein See, sondern ein Fluss. Aber inmitten der Stadt staut er sich zu Binnen- und Außenalster, kurz ebenfalls Alster genannt. Dass es den Alstersee überhaupt gibt, daran ist eine große Kornmühle schuld. Um sie in Schwung zu bringen, wurde die Alster 1190 kurzerhand gestaut und die hiesigen Wiesen großflächig überschwemmt.
800 Jahre später kann man konstatieren, eine der besten Entscheidungen, die je für die Hansestadt getroffen wurde. Auch wenn man den Norddeutschen gern eine gewisse Drögheit nachsagt, feiern und singen sie gern, wie hier beim Alstervergnügen. What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? Early in the morning. Oh, hey, up to rise. Eine Woche lang war der Jungfernstieg nicht wiederzuerkennen. Unter dem Symbol des Windrades feierten 750.000 Hamburger und Gäste das Alstervergnügen 1976. 8.000 aktive Teilnehmer sorgten für eine bunte Mischung aus Jahrmarkt und Sinfoniekonzert, Dichterwettstreit und Sportfest. Das letzte große Alsterfest hatte es in Hamburg vor 80 Jahren gegeben, damals zur Eröffnung des Nord-Ostsee-Kanals. »1996 beschert klirrende Kälte der Stadt das Alstereisvergnügen. Tausende pilgern über den zugefrorenen See. Wer eine der begehrten Verkaufslizenzen ergattern konnte, schreit sich bei Minusgraden warm. Wir sind hier die kleinsten, die lautesten, die leckersten. Ein Quadratmeter purer Geschmack hier. Die Geschäftstüchtigsten verdienen bis zu 1000 Mark die Stunde. Also es gab ja vorher auch schon Alstervergnügen, aber das war einmal im Jahrzehnt, in den 90ern dreimal und 96 an drei Wochenenden. Und das war toll, die Stimmung war großartig auf dem Eis. Ja, wir sind echte Kerle, ist ja ganz klar, oder nicht? Echte Kerle stehen bei 0 Grad auf der Alza und verkaufen Glühwein und Berliner. Das ist ein echter Kerl. 2012 erreicht das Eis zum bisher letzten Mal feiertaugliche Dicke. Auch in den warmen Monaten präsentiert sich der See bürgernah. Während rundum am Ufer die begehrtesten und teuersten Wohnungen und Büros liegen, hier auf dem Wasser sind alle gleich und alle gleich entspannt. Du bist auf einem Binnenrevier in der Mitte einer Millionenstadt, in Sichtweite zum Rathaus. Du kannst das Rathaus sehen hinten, den Jungfernstieg unter der Kennedy-Brücke durch und kannst segeln. Das ist für viele Leute einfach fantastisch. Viel Grün, Parks drumherum, herrlich. Mittendrin und trotzdem ganz weit weg. Wellnessurlaub mit Aussicht. Die Badehose ein. Es geht in die Hauptstadt. Wenn Berliner mal ausspannen wollen, kommen sie hierher, an den großen Wannsee. Eigentlich ist er ja nur eine etwas größer geratene Bucht in der Havel. Gerade mal eine halbe Stunde dauert die Fahrt mit der S-Bahn vom Alexanderplatz bis zum Wannsee. Die meisten zieht es zum berühmten Strandbad. Mit 1300 Meter Länge Europas größtes Binnenseebad. Habt ihr nicht alle dieses Lied im Kopf? Pack die Badehose ein, nimm dein Schwesterlein und dann nischt wie raus zum Wannsee. Nö, haben wir nicht. Na gut, haben wir doch. Pack die Badehose ein, nimm dein kleines Schwesterlein und dann nischt wie raus nach Wannsee. Aber ob nun mit Badehose, Neoprenanzug oder im schicken Segleroutfit im und auf dem Wasser, geht es zu wie auf dem Frankfurter Flughafen. Schwimmer, Paddler, Segler, Fahrgastschiffe, Surfer, alle wuseln kreuz und quer über den Wannsee. Wir haben ja im Prinzip eine große Schifffahrt hier auf diesem See.
Und es geht alles durcheinander. Wir haben die Badenden, die aus dem Strandbad rausschwimmen auf den See und wenn es warm ist, eben über den ganzen See rüberschwimmen. Wir haben die Fähre, die regelmäßig über den See fährt und da muss man schon Platz machen. Und wenn ein Schiff dreimal tutet, ist es ernst. Schon um 1900 gehörte eine Villa am Wannsee zum guten Ton. Auch für den Maler Max Liebermann. Sein ganzer Stolz, der Garten. Liebermann ist vom Ersten Weltkrieg viel nach Holland zum Malen gefahren und hat dort in den Bauerngärten diese üppigen Gemüsegärten gesehen und wollte das hier am Wannsee auch haben. Er war der Erste, wurde dafür viel belächelt von den Nachbarn, aber er hat sich halt durchgesetzt. Prächtige Farben und Formen. Darauf kam es dem Künstler bei seinen Pflanzen an. Ob es auch schmeckte, war nebensächlich. Aber mal ehrlich, das Highlight der Liebermann-Villa war und bleibt ihre Lage. In der Vulkaneifel liegt der größte See in Rheinland-Pfalz. Still ruht der See. Das war vor 11.000 Jahren noch anders. Damals gab es hier noch aktive Vulkane. Aber auch wenn der Vulkan heute schläft, es ist noch Leben in ihm. Gasbläschen steigen tief aus dem Erdinneren an die Oberfläche. Alles nur heiße Luft? Von wegen. Dem Echolot entgeht nichts. Ich habe das Gefühl, dass wir manchmal an manchen Tagen besser zu sehen sind und an manchen weniger gut. Das kann damit zusammenhängen, dass es vielleicht mal mehr Druck im Erdinnern gibt und man nicht weiß, ich bin kein Geologe, aber so sieht es halt mal aus. Also es kann sein, dass der Vulkan ruhigere Tage hat und unruhigere, aber ja, das beunruhigt mich nicht. Sie kommt schon ordentlich Gas aus dem Boden raus. Der letzte gewaltige Ausbruch liegt etwa 13.000 Jahre zurück. Deshalb fühlt sich Ansgar Heenkamp auch nicht sonderlich alarmiert. Und eigentlich ist er im Laacher See auch nicht auf der Suche nach Gasbläschen, sondern nach Felchen, einer Fischart, die es sonst nur im Bodensee und einigen Alpenseen gibt. Im November sucht er mit Hilfe des Echolots in den Tiefen des Sees Felchenschwärme. Denn kurz vor dem Ableichen sammeln sich die Fische. Was wir hier so sehen, ist ja mal alles, was so über den 20 Metern sich befindet, könnten irgendwelche Fische sein, Barsche, vielleicht Hechte. Aber alles, was unter 20 ist, sind relativ sicher Felchen. Was ganz schön im Moment zu sehen ist, wir haben also Echos bis weit über 40 Meter. Und da wir davon ausgehen können, dass das wahrscheinlich alles Felchen sind, die doch recht anspruchsvoll sind, auch was den Sauerstoffgehalt und so betrifft, kann man also sagen, also hier im Laacher See können bis über 40 Meter noch Fische existieren. Genug Sauerstoff ist da, alles prima. Felchen sind Winterlaicher. Warmes Wasser mögen sie gar nicht. Die Temperatur sollte schon unter 7 Grad Celsius liegen. Wenn die Schonzeit vorbei ist, kann Ansgar Heenkamp zuschlagen. Die Restaurants in der Umgebung warten schon sehnsüchtig. Denn Felchen sind begehrte Speisefische. Direkt am See liegt die Abteikirche Kloster Maria Laach. Seit 900 Jahren leben Benediktinermönche hier. Heute sind es noch 35. Der Tag im Kloster beginnt und endet mit dem Gebet in der romanischen Basilika. ...260.000 Bände geballtes Wissen rund um die Themen Theologie und Philosophie. Fein säuberlich arrangiert und sortiert in einer der besterhaltenen Bibliotheken aus dem 19. Jahrhundert.
In Nordrhein-Westfalen schlängelt sich ein gewaltiger Stausee durch die Eifel. Knapp 8 Quadratkilometer ist er groß, der Ruhrstausee, meist einfach nur Ruhrsee genannt. Aber eigentlich ist das ein bisschen geschummelt, denn wenn man es ganz genau nimmt, handelt es sich um zwei Seen, Ober- und Hauptsee. Die Ruhrtalsperre in Schwammen-Nauel wurde in den 1930er Jahren errichtet. Der Damm ist gigantische 480 Meter lang und mehr als 70 Meter hoch. Die Menschen der Nordeifel lieben ihren Naherholungssee. Aber damals sollte der Bau vor allem eins, die Region mit Wasser versorgen. Jeden Tag macht Talsperrenleiter Bernhard Hübgen seinen Kontrollgang. Dazu steigt er 70 Meter und 1000 Stufen hinab in die Tiefe. Um sicherzugehen, dass der Damm nicht bricht, gibt's natürlich eine technische Überwachung. Aber er bedient sich zusätzlich eines ganz simplen Kniffs. Er stoppt die Zeit, in der das Wasser in den Eimer läuft. Elektronik hat mal Aussetzer. Das geht immer. Das ist seit 36 so gemacht worden und ist eine fortlaufende Ganglinie und die stimmt immer. 60 Meter ist der Tief, der Ruhrsee. Taucher steigen gern mal in die eisigen Fluten, auch wenn es ziemlich dunkel ist da unten. Und richtig viel zu sehen gibt es auch nicht. Denn die Höfe, die beim Stauseebau weichen mussten, wurden bis auf die Grundmauern abgetragen. Der Ruhrsee ist kein einfaches Tauchrevier. Die Orientierung im Ruhrsee ist deswegen so schwierig, weil alles mehr oder weniger gleich aussieht. Man taucht in eine Richtung, ja, dann dreht man sich. Und in dem Moment, für Ungeübte, hat man die Orientierung schon verloren. Einmal im Jahr steht der Ruhrsee in Flammen. Beim größten Volksfest in der Nordeifel. Dann heißt es rauf aufs Wasser. Und wer gerade kein Schiff zur Hand hat, bastelt sich eben eins. Bei der Crazy Boats Parade ist alles erlaubt. Je schräger, desto besser. Wo einst der Inn-Gletscher seine Zunge ausstreckte, lecken heute Wellen ans Ufer. Um 800 schon wurde er erwähnt, der Tegar in Seo. Das ist althochdeutsch und heißt großer See. Der Tegernsee zählt zu den saubersten Seen in Bayern. Und sie wollen, dass das so bleibt. Deshalb veranstalten ehrenamtliche Taucher ab und an mal eine Putzaktion. Der Seegrund wirkt wie ein Paralleluniversum. Fehlen nur noch die Unterwassergeister. Aber nicht alles muss raus. Also wenn wir Sachen sehen, die sehr bewachsen sind und nicht schädlich sind, wie ein Maßkrug, wo ganz viele Muscheln dran sind, das lassen wir natürlich drin. Aber Plastik gehört raus oder Sachen, die Umwelt schädigen einfach. Maßkrüge genießen sowieso einen Sonderstatus. Vor allem, wenn Krebse darin siedeln. Wenn es draußen frostig ist, geht's zum Aufwärmen in die Sauna am See. Bademeister Christian Obermüller heizt den Besuchern ordentlich ein. Es werden Birkenzweige gebündelt, im Kessel eingelegt, dann steht so ein Birkensud und mit dem gießen wir auf und mit den Zweigen verteilen wir die Duft und die Wärme im Raum oder in der Sauna. Wer vom See partout nicht lassen kann, schwitzt im Saunaboot. Hey!
Hellwach werden sie dann wieder beim Gurselschnalzen, wobei Gursel für Peitsche steht. Eine bayerische Tradition, die rund um den Tegernsee noch gepflegt oder besser gesagt gepeitscht wird. Ursprünglich kommt es auch von ganz früher, weil die Pferdefuhrwerke noch unterwegs waren, wo die Straßen schmal waren. Und da hat man, wenn eine Kurve war, hat man als Fuhrmann ein Zeichen gegeben mit der Gursel. Dann hat der Gegenüber gewusst, er muss warten. Und dann ist der durchgefahren. Und okay. Wenn der durch war, dann ist der nächste durchfahren können. Das ist eigentlich für das Signalhorn gewesen. Die Hupe kann man in der heutigen Zeit sagen. Ja, wobei eine Hupe kein Knalltrauma verursacht. So, jetzt reicht's aber auch. Den größten See Nordrhein-Westfalens gibt es nur dank einer Staumauer. Gestatten der Aquaman vom Möhnesee. Mit bürgerlichem Namen heißt er Nino und will eigentlich nur eins, die Fantasie der Menschen anregen und Freude verbreiten. Besucher des Sees feiern ihn dafür. Ansonsten kommt der Möhnesee nicht sonderlich sagenumwoben daher. Er liegt nahe am Ballungsraum Ruhrgebiet und ist, wie die meisten Seen in Nordrhein-Westfalen, ein Stausee. Mit seiner Fläche von rund 10 Quadratkilometern darf sich der Möhnesee größter See des Bundeslandes nennen. Oder anders ausgedrückt, Westfälisches Meer. Die Talsperre staut das Wasser aus den Flüssen Möhne und Heve. 1908 begann man, die riesige Staumauer aus Bruchsteinen zu errichten. 5 Jahre später ging sie in Betrieb. Man hat den Möhnesee errichtet für die Wasserversorgung des Ruhrgebietes. Denn das Ruhrgebiet Anfang des letzten Jahrhunderts wuchs enorm und man brauchte das Wasser für die Industrie, aber auch für die Trinkwasserversorgung der Bevölkerung. Die zweite Aufgabe ist die Stromerzeugung. Wir haben hier ein Kraftwerk auf dieser Seite. Und als drittes dient sie dem Hochwasserschutz. Nach extrem starken Regenfällen läuft das Wasser auch mal über. Das letzte Mal 2007. Als man die Staumauer hier gebaut hat, da hat man ungefähr 264.000 Kubikmeter Steine verbaut. Wenn man die Mauer wieder abtragen würde, könnte man da ca. 4.000 Einfamilienhäuser mitbauen. Über den See schippert man mit einem Katamaran. Seit über 25 Jahren sind die MS Möhnesee und Kapitän Georg Bischoff ein Team. Auch wenn er kein Mann vieler Worte ist. Das gehört zu meiner Seele. Schiff, Wasser, Sonne. Kein See ohne Strandbad. Aus dem Alltag raus, in Urlaub rein, für einen Tag. Da fühlt man sich wohl und es macht Spaß einfach. Super. Ja, prima. Super. Wenn das Wetter rauer wird, schlägt die Stunde der Surfer. Das ist selten, aber ab und zu gibt es Tage, die toppen eigentlich alles. Klar, ich habe jetzt hier keine Welle wie am Meer, so 3-4 Meter, aber es gibt Tage, da will es einfach gar nicht mehr rausgehen. Also wir gehen schon raus, aber draußen ist gar keiner mehr. Keine Vögel, keine Leute. Es entstehen Wellen, knapp einen Meter Höhe. Und dann ist es wirklich wie Urlaub. Da macht Spaß. Mit vollem Magen soll man ja nicht ins Wasser gehen. Ausnahme, wenn einmal im Jahr im Seepark das Street Food Festival stattfindet. Die hippe Variante einer Frittenbude mit kulinarischen Spezialitäten aus aller Welt. Ich kann mich hier eigentlich gar nicht entscheiden, was ich als erstes nehmen soll. Also mir schmeckt's gut. Ich find's genial. Der Verdauungsspaziergang kann dann ja wieder auf der Möhne-Sperrmauer stattfinden. Tauchrevier Hessen. Unsere Reise führt uns nach Atlantis.
dieser Staumauer ist Schluss für die Eder. Als sie vor mehr als 100 Jahren gebaut wird, werden drei Dörfer dem neu entstehenden Gewässer geopfert. 900 Menschen müssen umsiedeln. Ihre Häuser verschwinden in den Fluten des Sees. Und da stehen sie bis heute. Zumindest die Überreste. Hessisches Edersee-Atlantis, so werden sie genannt. Taucher können da nur schwerlich widerstehen. Bis zu 32 Meter tief geht es hinab. Wer sich seinen Weg durch das trübe Wasser bahnt, stößt auf überraschend gut erhaltene Fundamente, Mauern und sogar Fensteröffnungen. In heißen Jahren, wenn es zu wenig regnet, sinkt der Wasserspiegel und die Dörfer tauchen für ein paar Wochen wieder auf. Jedenfalls das, was von ihnen übrig ist. Eines soll teilweise wieder aufgebaut werden, damit das Wasser die Erinnerung nicht endgültig fortschwemmt. Es ist wie ein Magnet hier, diese Dorfstellen. Und um das jetzt wirklich noch mal ein bisschen sichtbarer zu machen, damit die Leute auch für die Zukunft das noch erkennen können, weil das Ederseewasser die Steine ja nach und nach ausgespült hat und abgetragen hat, haben wir uns da halt zusammengeschlossen, um dies zu erhalten. Auch die Aseler Brücke liegt normalerweise etliche Meter unterhalb der Wasseroberfläche. Diese Ruinen sind einfach Geschichte. Das ist ein Erlebnis, auch das gerade den Kindern mal zu zeigen, die Steine in die Hand zu nehmen und dann zu gucken, wo hier mal Menschen gelebt haben, ist was Tolles. Geheimnisvoll, wie mit Atlantis. Also das ist ja auch eine verschollene Stadt und das haben wir halt bei uns hier im wunderschönen Hessen. Aber Atlantis hin oder her, die Menschen haben sich an den Edersee gewöhnt. Attraktion, Urlaubsziel, Badespaß und Wassersportgefilde. An versunkene Ruinen denkt hier oben kaum noch jemand. Mit dem Rücken zu mir, aber Vorsicht, Segel auflassen, dass das Segel über den Kopf. Jawohl. Ja. 200 Meter über dem See thront das Schloss Waldeck. Eine ehemalige Trutzburg und einst gräflicher Stammsitz. Und, na klar, mit atemberaubendem Blick auf den See. Knapp 3 Stunden brauchen Wanderfans zum Hochspeicherbecken des Stausees. Über Rohre wird das Wasser vom Edersee zur Stromgewinnung hochgepumpt. Und keine Angst, der Aufstieg ist jeden Schnaufer wert. Der Aussichtsplattform sei Dank. Mal ganz langsam hoch. Das hat sich mal echt gelohnt. Hier ist Blick, ne? Aber hallo! Boah, das ist schön. Runter zum See geht es mit der Standseilbahn. Die Alternative wäre ein 4 Kilometer Fußmarsch. Das Ziel ist in jedem Fall dasselbe. Der Edersee und sein versunkenes Atlantis. In Sachsen-Anhalt liegt ein See, der einen Schatz birgt. Wenn man es nicht besser wüsste, würde man denken, der große Gottsche See sei ein See wie viele andere auch. Aber er existiert erst seit gerade mal gut 20 Jahren. Wo sich heute die Yachten am Hafen tummeln, erstreckte sich zu DDR-Zeiten noch das Bitterfelder Bergbaurevier. Das ehemalige Tagebauloch sollte sowieso geflutet und renaturiert werden. Als allerdings 2002 bei dem Muldehochwasser ein Damm brach, lief das Loch sofort voller Wasser. Die geplante Flutung verkürzte sich um mehrere Jahre. Heute schürft man hier nicht mehr nach Braunkohle, sondern nach dem Gold der Gottsche. Seit 2018 darf wieder Bitterfelder Bernstein gefördert werden. Ein riesiger Sauger holt sogenannten Schluff, also Feinboden, aus bis zu 30 Meter Tiefe.
Der wird gewaschen, gesiebt und dann das Objekt der Begierde nur noch abgekeschert. Andreas Wendel ist technischer Leiter und seit über 30 Jahren Bernstein-Fan. Da wir jetzt die Genehmigung haben, wir offiziell fördern können, wird das wo das Größte eigentlich mit werden, die Inclusion-Show, was wir aufbauen. Und wir haben im Kopf, dass wir weltweit die größte Inclusion-Sammlung überhaupt aufbauen. Falls Sie sich jetzt fragen, was für eine Sammlung? Inclusion, so heißen die Einschlüsse im Bernstein. Insekten, Blätter, Millionen Jahre alt. An anderen Stellen darf die Natur machen, was sie will. Kormorane schätzen das sehr. Kormorane sind besonders bei Angler leider nicht immer beliebt, obwohl sie nicht wirklich Konkurrenten sind. Es da kein Grund gibt, auf Kormorane sauer zu sein. Aber bei uns dürfen die hier ganz in Ruhe einfach brüten und leben. Dass Tiere an der Grotsche sich selbst überlassen bleiben, spricht sich auch bei anderen Arten herum. Auf einem alten Tagebaugittermast hat sich eine Fischadlerfamilie häuslich eingerichtet. Eine Live-Webcam beobachtet sie rund um die Uhr. Sozusagen Tag und Nacht kann man in den Fischadlerhorst schauen und sehen, wie die Familie dort sozusagen entsteht, wie sie wächst, wie sie miteinander umgehen und wie sie irgendwann dann auch den Horst verlassen. Wo Tiere sich wohlfühlen, macht es sich auch der Mensch gern gemütlich. Der frisch entstandene See zog schnell neue Anwohner und Gewerbe an, unter anderem einen Wakeboard-Verleih. An der Gotsche ist eigentlich recht viel zusammengekommen. An der Marina ist ein Bootsverleih entstanden, Restaurants sind entstanden, Eiscafés. Wir sind entstanden, oben der Campingplatz ist entstanden und das tut die ganze Gotsche natürlich bereichern. Action am einen Ende, Natur und Ruhe am anderen Seezipfel. Der Gotschesee, ein kunterbunter Landschaftsneuling in Sachsen-Anhalt. Willkommen am zweitgrößten Binnengewässer in Niedersachsen. Nur 15 Minuten südlich von Diepholz entfernt liegt der Dümmer. Zur Nordsee wären es 2 Stunden, aber Strandfeeling mit allem, was dazugehört, bekommt man auch hier. Total gelungener Urlaubstag einfach. Und das, obwohl ich heute Vormittag noch gearbeitet habe, bin ich runtergekommen und konnte hier echt abschalten und ganz viel genießen. Großer See, große Herausforderung. Der Dümmer bemüht sich, den Spagat zwischen Tourismus und Naturschutz zu schaffen. Das Ökosystem zu bewahren. In dieser Mission sind Matthias Emrich und Marcel Holi unterwegs. Heute ist Fischinventur angesagt. Bewaffnet mit einem bis zu 500 Volt starken Elektrokescher jagen sie Fische. Aber nicht für die Pfanne, sondern für die Wissenschaft. Der Strom soll die Tiere nur betäuben, nicht töten. Passt genau, wa? Ah. Na, 63 Schuppenkarpfen. Wir machen hier gerade eine Fischbestandsuntersuchung. Also wir sind jetzt nicht daran interessiert, möglichst große Fische zu fangen, wie es die Angler vielleicht machen. Also uns interessieren tatsächlich vielmehr die kleinen, weil wir hieran sehen können, welche Arten sich erfolgreich hier im Dümmer vermehren und wie schnell die auch wachsen. Also diese kleinen Fische sind schon für jetzt Ende August relativ groß. Ist für uns ein Indiz, ist genug Futter drin und die wachsen ganz gut ab. Aber so ein Gewässer braucht auch eine intakte Pflanzenwelt. Binsen zum Beispiel können Schadstoffe abbauen und so das Wasser reinigen. Die Teichbinse ist eine Pflanze, die früher ganz verbreitet war im Dümmer, leider aber komplett verschwunden ist.
Wir haben aber aus Restbeständen, die hier im Umfeld des Sees noch wachsen, Samen, dann neue Pflanzen angezogen. Und die pflanzen wir jetzt. Und was halt wichtig ist, ist, dass man einen Zaun drum zubaut, damit Gänse und Nutrias, das sind so die Hauptfraßfeinde von unseren Binsen und auch von Schilf, was hier eigentlich ja ganz verbreitet ist, damit die da einfach nicht ran können. Im Februar liegt der Dümmer im Winterschlaf. Biologe Marcel hol ihn nicht. Er sucht Spuren der Rohrdommel. Und irgendwie scheint er auch am Ufer was lang gelaufen zu sein, ne? Ja, aber das kann man von hier nicht erkennen. Er ist zu weit weg. Ich muss gleich mal gucken, ob ich da hinkomme. Einst lebten viele der scheuen Vögel am Dümmer. Heute sind sie Mangelware. Wildkameras sollen ihnen auf die Schliche kommen. Und tatsächlich, ein Exemplar ist in die Fotofalle getappt. Ha! Da war was, ne? Da guckst du von links. Da guckst du so von links ins Bild. Das Schilf, das mit Wasser durchflutet ist, was die Rohrdommel braucht, davon profitieren Fische, davon profitieren wieder andere Vogelarten, die auch Fische fressen und eben verschiedene Röhrichtbrüter wie der Drosselrohrsänger. Also wenn die Bedingungen für die Rohrdommel stimmen, dann passen sie auch für ganz viele andere Arten, die hier in diesem Lebensraum wichtig sind. Und damit das so bleibt, stehen große Teile des Dümmerufers unter Naturschutz. Bei so einem hellen Wetter kriegt man das gar nicht so richtig mit, wie spät es tatsächlich ist. Ne? Nee, wird überhaupt nicht mehr dunkel. Oben hui, unten mystisch. Um diesen See ranken sich viele Geheimnisse. Der Walchensee. Auf den ersten Blick ein Gewässer wie aus dem Urlaubskatalog. Doch baden sollte man hier lieber nicht, denn am Grunde des fast 200 Meter tiefen Sees haust ein fürchterliches Monster. Meine Mutter, die hat gesagt, da gibt's eine Sage vom Waller. Und das ist ein Riesenfisch da am Walchensee. Ja, ja. Der ist ja 200 Meter tief, ja, ja, und der, ja, muss ganz unten am Grund und hat einen Schwanz im Mai. Ja, 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 ja. Wenn ein aus aus dem Schwanz, ja, da, ja, reißt ein Kesselberg durch, ja, ja, und das ganze Oberland, ja, 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 ist überschwemmt, bis auf Minga rein. Aus Angst vor dem furchtbaren Ungeheuer bürgerte sich eine Opfergabe ein. Trat ein neuer Kurfürst sein Amt an, wurde ein geweihter Ring aus Gold in den See geworfen, um den Waller zu besänftigen. Dabei ist ein Waller nichts anderes als ein Flusswels. Und Taucher, die haben für derlei Legenden eh nichts übrig. Den gibt's natürlich nicht. Was wir haben, sind wunderschöne Aalruten, wo einige Taucher meinen, das sind Waller. Das sind aber, ist aber eine Dorschart. Die schauen hinten aus wie ein Aal und vorne wie ein Waller. Das ist ein toller Fisch, mein Lieblingsfisch im Walchensee. Und die werden auch richtig groß. Also da gibt's welche, die sind, also ich habe schon über einen Meter gesehen. Was sich aber hält, ist der hartnäckige Glaube an eine Verbindung des Sees zu anderen Teilen der Welt. Es ist mal was passiert, und zwar 1755 in Lissabon. Da gab es ein Erdbeben. Und dabei ist das, was wir da oben sehen, den Herzogstand, da fehlt was. Und das ist da abgerutscht und in den See gefallen. Das nennt man übrigens auch Lissabon. Also diese Rutsche, diese Reise, die da fehlt, das ist die Lissabon. Und ja, ich habe irgendwann mal gedacht, Mensch, das ist so ungefähr die Linie. Und dann bin ich da tauchen gegangen und dann habe ich da unten die Felsen entdeckt. Das sind Riesenfelsen und teilweise sind welche dabei, die sind so groß wie ein Haus. Aber die Tiefen des Walchensees bergen noch spannendere Mysterien als nur große Steine. So kann auch ein Kahn in 7 Metern Tiefe Forscher vor ein Rätsel stellen. Wir Archäologen und auch Unterwasserarchäologen, wir kommen an einen Tatort sozusagen. Nur unser Tatort ist unter Umständen 500, 1000 oder 10.000 Jahre alt. Und wir wollen auch rekonstruieren, was da unten passiert ist. Und dazu nehmen wir alle Daten, die wir noch bekommen können. Und wer weiß, vielleicht fördert die akribische Untersuchung ja doch noch einen Waller zutage. Thank you.
Direkter Nachbar des Walchensees ist der Kochelsee. Beide verbindet ein ganz praktischer Grund. Die rund 200 Meter Höhenunterschied werden seit 1924 zur Stromerzeugung genutzt. Über 6 riesige Druckrohre strömt das Wasser hinunter zu den Turbinen am Kochelsee. Das Kraftwerk, seines Zeichens auch Industriedenkmal, produziert noch heute rund 300 Gigawattstunden Ökostrom im Jahr. Energie ganz anderer Art setzt dieser Sport frei: Wingsurfen. Kein normales Segel, sondern ein Wing, also ein Flügel, treibt die Adrenalinsüchtigen an. Und wer es richtig drauf hat, hebt sogar ab. Das Schlimme ist, das macht den echt süchtig. Ja. In dem Moment, wo man auf dem Foil ist, schwebt man übers Wasser. Also jede kleinste Bewegung verändert sofort die Fahrtrichtung. Das reagiert sofort. Direkt, gnadenlos auch, wenn man es nicht beherrscht. Und es fühlt sich an, als wenn man wie in so einem Wattebausch schwebt. Waller, Wattebausch, Wind und Wingsurfen. Der wunderbare Walchensee. Trotz attraktiver Konkurrenten in der Nachbarschaft ein echter Geheimtipp. In der Mecklenburgischen Seenplatte gibt es mehr als 1000 Seen. Dieser hier ist trotzdem etwas Besonderes, der Tollensesee. Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me. Wasserwege zu anderen Seen existieren nicht. And watches the ships that go sailing somewhere. Wer räumlichen Abstand zwischen sich und dem Alltag an Land bringen will, begibt sich einfach aufs Wasser. Das übrigens als eines der saubersten Gewässer der gesamten Region gilt. Liegt die eigene Yacht zu Hause vor Anker, gibt es hier diverse schwimmbare Untersätze zum Ausleihen. Wenn man hier durch die Landschaft fährt, hat man das Gefühl, man ist in einem englischen Ölgemälde, ohne die Pferde und die Meute. Also es ist traumhaft. Traumhaft ist es auf dem Tollensesee in der Tat. Auch auf dem einzigen Nachbarsee, der Lieps. Und wer braucht schon Pferde und Meute, wenn es doch Seeadler und Kormorane gibt? Und was wäre so ein See ohne Badegäste? Eben. Bootsverleiher Tobias Winter macht gern mal eine Kontrollfahrt über seinen Tollensesee und genießt die Aussicht. Das Belvedere, das ist irgendwas von so einem Adligen, keine Ahnung. Ich bin da auch nicht der Hellste, was das anbelangt. Bin nicht so der Kunstmensch, aber sieht hübsch aus. Die Adlige war Großherzogin Marie, die Belvedere vor 200 Jahren für ihre Töchter bauen ließ, als Ausflugsziel. Denn auch Blaublüter müssen ja mal an die frische Luft. Und als Trauungsort ist der griechisch anmutende Säulenpavillon auch allemal stimmungsvoller als ein muffiges Standesamt. Wenn abends die letzten Tretboote wieder eintrudeln, kann auch Bootsverleiher Tobias Winter seinen Feierabend genießen auf seiner schwimmenden Sommerresidenz. Dann habe ich mir gebastelt, damit ich ein schönes Bett hier habe, damit ich ein klein wenig Luxusurlaub habe nach Feierabend, so wie jetzt. Schöner kann man nicht leben, jeder wird einen beneiden und so was.
für sich allein hat er den See abends zwar nicht, aber Angler können ja gönnen. Also wie man sieht, verhungern tut man hier nicht. Oh, der hat schon Augen. Aber ist immer noch zu klein. Egal. Der Fang ist sowieso Nebensache. Denn das eigentlich Wundervolle an so einem Abend ist ja zu erleben, wie sich Sonne und See langsam zur Ruhe legen. Wir begeben uns, ja, wohin eigentlich? Diesen See gibt es noch gar nicht. Ein bisschen Wasser ist schon da, am Ostsee. Ja, Sie haben richtig gehört, der Ostsee. Wo Bergleute einst 200 Millionen Tonnen Braunkohle rausgeholt haben, entsteht gerade Deutschlands größter künstlicher See. Franziska Uhlig-May ist Geotechnikerin bei einem Bergbauunternehmen und verantwortlich für das Ostseeprojekt. Wir fahren entlang am Nordufer des zukünftigen Cottbuser Ostsees. Das ist ein Braunkohletagebau, der 2015 außer Betrieb gegangen ist. Und die Flutung läuft zurzeit und Zielstellung ist, dass Mitte der 20er Jahre der See voll sein soll. 2, 1, Wasser, go! April 2019. Knapp 4 Jahre, nachdem der letzte Bagger den Tagebau Cottbus Nord verlassen hat, wird das Restloch geflutet. Zu 80% mit Wasser aus der Spree. Den Rest soll Grundwasser liefern. Um das Seebecken und die Ufer zu formen, mussten 20 Millionen Tonnen Erdreich bewegt werden. Und mit ordentlich Gravum verdichtete man den lockeren Kippsand. Seitdem ist viel Wasser nicht den Berg runter, sondern in den See reingeflossen. Franziska Uhlig-May checkt regelmäßig den Wasserstand. Nach 2 Jahren soll der in Kürze vollgelaufene Canyon die beiden sogenannten Randschläuche miteinander verbinden. Klar sind wir alle gespannt, auch ich bin gespannt, was da passieren wird. Und insofern beobachten wir natürlich dann, ich sag mal, regelmäßig, wie sich die Entwicklungen hier in den beiden Randschläuchen gestalten, sodass wir den Augenblick möglichst zeitnah dann auch mitbekommen und nicht verpassen. Proportional zum Wasserspiegel steigt auch die Vorfreude in Cottbus. Finden wir schon super. Ja. Wir hoffen nur, dass es nicht allzu lange dauert, dass wir es noch erleben dürfen. Also ich freue mich darauf, weil ich hoffe, dass es der Umgebung wieder ein bisschen mehr Leben einhaucht. Ich hoffe, dass es der große Tourismusmagnet wird für unsere Region hier. Ja. Davon ist er fest überzeugt. Rocco Schmidt, Immobilienmakler und Kapitän des Hafenbüros, hat ganz klare Vorstellungen und Pläne. Eine Lagune soll entstehen, das jetzt in Anlehnung an Cap Coral in den USA. Eine Wildwasseranlage, Raftinganlage, das wäre dann die dritte in Deutschland. Ziel ist es natürlich für Cottbus halt auch was Eigenständiges zu finden. Und das wäre zum Beispiel eine Traumvision, wenn ich über den Cottbuser Ostsee schwelge oder segel. Das, was wir hundertprozentig kriegen, ist das hier. Ja, alles andere ist dann natürlich Fantasie, aber wir sind ja hier in einem Hafenbüro, wo ein Kapitän ist und dann darf man ja auch mal ein bisschen klönsnacken. Klar, darf man. Denn was wäre so ein Megaprojekt ohne Visionäre? Dass irgendwann einmal die Urlauber von der Ostsee auch an den Ostsee kommen, daran glaubt auch Harald Grober, Bürgermeister der angrenzenden Gemeinde. Die Sonne kommt von Süden und wie der Sand oder der Strand immer wird, das sehen Sie ja jetzt schon. Der ist zwar noch nicht ausgeformt, so wie es werden soll, aber wir sehen die Feinkörnigkeit des Sandes. Ja, und das hat viele, viele Parallelen bis hin zur Karibik. Ne? Da brauchen wir bloß das nötige Wetter dazu und schon passt das alles.
Wer also schon mal seinen Ostseeurlaub planen will, im Internet steht jederzeit der aktuelle Füllstand des Sees. Was für eine Karriere, vom Grenzsee zum Biosphärenreservat. Der Schalsee. Mittendurch lief einst die innerdeutsche Grenze. Für die Natur ein Glücksfall, denn zumindest auf der Ostseite gab es kein Rankommen an den See. Nach dem Mauerfall wurden dann sofort gesamtdeutsche Pläne für den Naturschutz geschmiedet. Als noch ein schwer bewachter Metallgitterzaun die Menschen daran hinderte, von Mecklenburg nach Lauenburg zu wandern, schwang sich der gute Wille unserer Politiker zu kühnen, grenzüberschreitenden Plänen auf. Wenn diese Grenze auch die Menschen trennte, dann sollte gesamtdeutscher Edelmut sich hier zum Wohle der Natur vereinen. Dieser schöne Traum war auf der östlichen Seite schon verwirklicht. Aus anderen, weniger edlen Motiven zwar, aber dafür umso vollkommener. Ein 5 Kilometer breites Gebiet war für die gewöhnlichen Sterblichen gesperrt. Niemand durfte das Seeufer betreten oder gar sein Zelt aufschlagen. Keiner mit einem Boot oder Surfbrett den See befahren. Die Staatsorgane natürlich ausgenommen. Fischer Marco Groth kennt das noch. Doch den findigen Mecklenburger schreckten solche Verbote nicht. In DDR-Zeiten haben wir als Kinder immer geangelt und haben uns immer hinter der Hecke versteckt, wenn das Grenzboot kam. Das ist ja nachts immer gefahren, 23 Uhr. Und wenn sie vorbei waren, sind wir wieder raus und haben weiter geangelt. Und die Grenzsoldaten, die hier unten lang gegangen sind, naja, die konnte man mal stechen mit dem Aal. Das war ganz cool als Kinder und Aal war begehrt. Heute ist er auf der Suche nach Maränen, einem Süßwasserfisch aus der Familie der Lachsfische. Hat natürlich ein bisschen Gewicht, ne? Da ist eine. Und die zweite. Fischsuppe können wir schon machen. So, dann will ich mal hoffen, dass ich jetzt bei dem Nebel die zweite Boje finde. Man sieht ja wirklich nichts heute. Dass es überhaupt Maränen im Schalsee gibt, daran ist angeblich er schuld, der Teufel. Die Äbtissin des hiesigen Klosters, so die Sage, hatte Appetit auf Maränen. Luzifer bot ihr an, die Fische von weit her aus dem Bodensee zu holen, und zwar bis Mitternacht. Als Gegenleistung forderte er die Seele der Nonne. Sie willigte ein, bereute es jedoch schnell. Um den Teufel auszutricksen, stellte sie die Kirchturmuhr um eine Stunde vor. Als es 12 schlug, war der Teufel mit seinem Netz voller Maränen gerade über dem Schalsee. Aus Wut über die verlorene Wette schleuderte er die Fische in den See. Die Ordensfrau war gerettet. Das ehemalige Zisterzienser-Nonnenkloster in Zarrentin gibt es übrigens immer noch. 300 Jahre lang lebten hier Nonnen am Ufer des Schalsees. Und dank des teuflischen Malheurs hat Fischer Marco Groth die Netze voll. Da ist eine Edelmaräne mal drin. Die ist größer. Gestern hatte ich eine von 2 Kilo, aber das ist sehr, sehr selten. Stück werden es sein. Uah. Aber dafür haben wir ganz schön geschindert. Neben kleinen Fischen leben auch große Vögel am Schalsee. 1997 waren etliche Nandus aus einer Farm in der Nähe ausgebüxt. Sie vermehrten sich rasant, sehr zum Verdruss der hiesigen Landwirte, denen sie die Äcker leer futterten. Also in den letzten Jahren hatten wir so, ich sag mal, im Schnitt von 3.000 bis 5.000 Euro Schäden jährlich.
Und eigentlich ist es jetzt seit 2020, Ernte 2020, seitdem die Nandos bejagt werden und die Population sich ja doch stark wieder reduziert hat, so dass wir eigentlich im Grunde genommen die Schäden, die noch immer noch auftreten, das sind aber kleine Schäden, mit denen können wir leben. Na also, friedliche Koexistenz von Nandu und Mensch an einem See, der Menschen einst trennte. Bitte nicht wundern, dieses Gewässer ist ein See, auch wenn es sich Meer nennt. Nein, das Steinhuder Meer ist kein Angeber, aber große Seen nannten die Leute im Mittelalter auf Plattdeutsch Meer. Dass es mal zufriert, passiert nicht oft. Aber wenn, dann strömen die Leute aufs Eis. Die Freiwillige Feuerwehr Steinhude beobachtet das lustige Treiben stets argwöhnisch. Um im Falle des Falles flott eingreifen zu können, probt sie regelmäßig Rettungsaktionen. Wie hier mit einem von vier Luftkissenbooten in Deutschland, sogenannten Hovercrafts. Auch wenn das nach einer Menge Spaß aussieht, der Hintergrund ist natürlich ein ernster. Kommt immer wieder vor, die Leute hören leider auf unsere Appelle nicht, das Eis noch nicht zu betreten. Und so ist es so, dass wir in den vergangenen Jahren immer wieder Einsätze gefahren sind. Während es im Winter am Ufer am sichersten ist, garantiert im Sommer die ausgedehnte Mitte des Steinhuder Meeres das größte Vergnügen. Ein echtes Original. Die Graf Wilhelm III, ein Torfkahn. Im Prinzip hat der Segelboot halt hinten eine Ruderanlage. Ne? Und dieser hat ja nur dieses komische Brett. Was das Navigieren zu einer echten Herausforderung macht. Noch vor 100 Jahren transportierten solche Torfkähne Waren über den See. Heutiges Ziel, der Wilhelmstein. Eine künstliche Insel im Steinhuder Meer. Einst Festung, später Gefängnis. Weil Menschen sich seit jeher an Seen ansiedeln, hat auch Steinhude am Ufer eine lange Historie. Was die Steinhuder früher so trieben, zeigt ein kleines Museum. Dass die Steinhuder vom Fischfang lebten, liegt bei einem See vor der Haustür nah. Und den Torfkahn kennen wir ja schon. Aber die Menschen beherrschten noch ein zweites Handwerk, das ihnen ihren Lebensunterhalt sicherte. Man hat gelebt von der Fischerei und Weberei und das abwechselnd im Rahmen der Jahreszeiten. Die Flachspflanze wuchs hier sehr gut auf den Böden, deswegen Leinweberei, denn Leinen, Leinfaser wird daraus gewonnen. Die wurde dann hier verwebt und die Steinhuder waren da sehr geschickt drin. Sie waren auch berühmt für ihre Kunstfertigkeit. Das heißt, sie haben Abendmahlsdecken angefertigt und den berühmten Wilhelmsteindecke. Das heißt, in der Mitte ist der Wilhelmstein als Motiv und die wurde immer verschenkt zu besonderen Anlässen. Und wenn eine Steinhuder Huderin nach auswärts heiratete, dann lag die in der Aussteuertruhe mit drin. Vor 70 Millionen Jahren machten sie die Gegend unsicher. T-Rex, Velociraptor und Stegosaurus. In Bad Reburg im Dino-Park, 15 Kilometer von Steinhude entfernt, werden sie wieder lebendig. Naja, nicht richtig, zum Glück. Aber die Spuren, die sie hinterlassen haben, die sind auf jeden Fall echt. Zum Sonnenuntergang sind sie dann wieder ganz im Hier und Jetzt. Am Steinhuder Meer. Unsere Reise geht in den Norden zum größten See Schleswig-Holsteins. Plön. Das schnucklige Städtchen liegt inmitten der holsteinischen Schweiz.
200 Seen prägen diese Kulturlandschaft. Und in der Mitte liegt der mächtigste von allen, der große Plöner See. Über Jahrtausende grub sich hier ein Gletscher in den Boden. Nach dem Abtauen blieb ein tiefer und glasklarer See zurück. Dass es hier etwas zu holen gibt, erkannten Jäger, Sammler und Fischer bereits in der Steinzeit. Rüdiger Lassners Familie liegt das Fischen seit mehr als 200 Jahren im Blut. Aber nicht nur Profis sind hier auf dem Plöner See unterwegs. Unter Freizeitanglern hat sich längst herumgesprochen, dass man hier super auf Hecht gehen kann. Das hier, das ist der Mann, der die Zocker selbst baut im Keller. Henry Michalski. Und der weiß natürlich genau, wo die dicken Hechtmuttis stehen. Die wollen wir fangen hier auf dem Plöner See. Henry. Jo, Feuer frei. In Acht nehmen müssen sich die Hechte von Mai bis Silvester. Da ist nämlich Saison. Aber die Sonne wandert ja eins, ne? Ja. Fisch, Fisch! Fisch! Horst! Horst, du Löwe, du! Ruhig Blut! 2 Minuten geangelt. Wie hast du das? Horst! Petri! Mann, super! Und der hat aber über 80, du. Ja, schöner. Na? 83. Das ist so 2 Zentimeter verschwunden. Ja, ja, eins, ne? Auge ist Auge. Fisch. Das ist ein Auftank, ne? Das ist ein Auftank, guck sie dir mal an, so sehen sie aus. Ja, Mensch! Das ist perfekt. Geht doch. Ja. Auch Fischer Rüdiger Lassner schwelgt im Glück. Ihm ist ein ordentlicher Schwung großer Aale ins Netz gegangen. Also ich liebe die Aale. Und ich sag mal, für mich ist das immer noch was ganz Besonderes. Wenn man bedenkt, wie alt diese Tiere sind, was sie für eine faszinierende Lebenswandel haben oder Lebensweg haben. Und dann sie zu überlisten und zu fangen. Also finde ich toll. Das ist eine richtige Herausforderung. Was? Offenes Holzfeuer verpasst ihnen den letzten Pfiff. Damit veredelt Rüdiger Lassner die Fische zu einer echten Delikatesse. Räucheraal. Lassner verwendet nur Erlenholz. Das gibt den Aalen einen milden Rauchgeschmack und eine schöne goldgelbe Farbe. So, das ist eigentlich das Original. Hier ist nichts an Technik drin. Das Einzige, was wir uns gönnen, ist ein Thermometer. Ansonsten ist es wirklich nur der Ofen. Fische, Salz und der Rauch vom Erlenholz. Und dann eben das Fingergespitzengefühl vom Räuchermeister. Aber einfach nur warten ist nicht. Ständig muss der Räuchermeister die Temperatur überprüfen und Holz nachlegen. Nach etwa 4 Stunden ist endlich Zeit für die Qualitätskontrolle. Sehr schön, sehr schön. Die größeren Kollegen hier hinten. Ja, butterzart. Tja, das können wir so lassen, das können wir verkaufen. Es geht zur Badewanne Münchens. Schon lange Sommerfrische der Upper Class. Der Starnberger See. 5. größter See Deutschlands. Enorm tief und kaum vorstellbar bei dieser Idylle. Nicht einmal eine halbe Autostunde von Münchens Innenstadt entfernt. Schon vor 200 Jahren entdeckte die betuchte Klientel den Starnberger See für sich.
nennen wir es mal, bevorzugte Wohnlage. Am Ufer entstanden prunkvolle Residenzen. Für die Bauern waren diese feuchten Wiesen da unten am See ja eigentlich wertlos. Und wir wissen, dass die sich am Anfang totgelacht haben, dass die Städter gekommen sind und dafür auch noch Geld gezahlt haben, dass sie ihnen die Wiesen abgekauft haben. Derlei Bauerngeschwätz schreckte natürlich niemanden, der etwas auf sich hielt. Allein in Niederpöcking überboten sich die Wohlhabenden mit ihren Prachtbauten. Die Einheimischen haben diese Kolonie dann sehr schnell Protzenhausen genannt. Na, 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 nur kein Neid. Vielleicht wären die Lästerer stiller gewesen, hätten sie gewusst, dass die Villen einen kleinen Makel aufwiesen. Weil es sich um reine Sommerhäuser handelte, gab es nämlich keine Heizung. Unvorstellbar für unsere Zeit, dass man einfach Ostern oder spätestens im Mai den ganzen Hausstand an den See verlegt hat. Und dann ist man bis Anfang November geblieben. Die Männer mussten wohl schon zwischendurch dann in die Stadt, um ihren Geschäften nachzugehen. Aber die Frauen und die Kinder sind den ganzen Sommer geblieben. Unter der Wasseroberfläche lagert ein Reichtum ganz anderer Art. Hausfundamente aus der Keltenzeit. Als die Ägypter gerade ihre Pyramiden bauten, errichteten Menschen hier ihre Hütten auf Pfahlkonstruktionen. Die Überreste sind, durch den Sauerstoffabschluss unter Wasser, wie in einer Zeitkapsel konserviert. Der Starnberger See. Einst und heute ein Sehnsuchtsziel. Nicht nur für Bayern. Eine Landeshauptstadt mit einem echten Juwel vor der Haustür bzw. dem Schlossportal. Man kann Politikern ja nachsagen, was man will, aber Geschmack haben sie. Wo jahrhundertelang Herzöge residierten, tagt jetzt der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern. Und das in allerbester Lage, auf einer kleinen Insel im Schweriner See. Früh am Morgen hat Fischer Yogi Tessmann den See noch für sich allein. Der erste Fisch wird immer begrüßt. Guten Morgen. Der derart begrüßte Fisch ist eine Maräne. Sie liebt das klare, sauerstoffreiche Wasser. So ein unscheinbarer Fisch, aber ist sehr wohlschmeckend und ist eigentlich, ja, man sagt, das Silber des Schweriner Sees. Wenn man morgens auf den See fährt und die Sonne geht im Osten auf und das ist herrlich. Da würden andere Leute wahrscheinlich viel Geld für ausgeben, um das mal zu sehen. Ich hab's jeden Tag, ne? Muss man sich selbst auch mal sagen. Diese Größe, diese Weite, die Inseln da drin, das ist schon was, das macht schon was her. Ich könnte nicht ohne. Ich könnte nicht ohne ihn. Etwa 50 verschiedene Fischarten leben im Schweriner See. Aber wer hier taucht, entdeckt noch ganz andere Lebewesen. Dieser Lastensegler liegt in 17 Meter Tiefe und ist übersät mit Quagga-Dreikantmuscheln. Die leben eigentlich in den Zuflüssen des Schwarzen Meeres, aber inzwischen gefällt es ihnen auch in Mecklenburg-Vorpommern. Sehr zum Leidwesen einheimischer Muschelarten, die den Eindringlingen zunehmend weichen müssen. Hopp. Almabtrieb auf Norddeutsch. Wenn es kälter wird, ist Schluss mit der Sommerfrische. Diese Rinder müssen ihre Insel Liebs im Schweriner See verlassen, was ihnen offenbar gar nicht passt. Eine durchgehen sie alle. Aber es hilft alles nichts. Das Vieh muss in sein Winterquartier aufs Festland umziehen.
Dazu werden die Tiere einmal quer über den See geschippert. Ja, die müssen eng zusammenstehen, weil wenn wir nachher fahren und die Kühe laufen alle auf eine Seite, dann läuft uns das Wasser hier unten rein. Deswegen müssen sie ziemlich eng stehen, damit wir immer die Waagerechte halten können. Ne? Das sieht jetzt ein bisschen gefährlich aus, aber die können sich jetzt halt nicht so verletzen, weil die stehen dicht an dicht. Ne? Und eigentlich ist so eine Überfahrt ja auch ganz spannend. Da haben die Kühe in ihrem Winterquartier wenigstens was zu erzählen. 4, 3, 2, 1, Start. Der dunkle Rumpf da hinten ist zu früh. Der Boss. Nummer habe ich nicht. Jawohl, los richtig. Im Winter, wenn es zu kalt zum richtigen Segeln ist, schlägt die Stunde dieser Boote. Ist es eine Einheitsklasse? Maßstabsgerichte Nachbau einer Hochseejacht. Je nach Situation ist sogar die Bayern nach Schwerin gekommen. Wir fahren auch mal zum Tegernsee. Ja, wir fahren im Jahr ca. 8 bis 10 Regatten, sogenannte Wertungsregatten auch. Da gibt es eine Rangliste. Wir haben eine eigene Webseite, was heute alles dazugehört. Und diese Boote gehören genauso zum Schweriner See wie Rindviecher und Politiker. Wobei das eine mit dem anderen natürlich nichts zu tun hat. Welch ein Aufstieg! Vor wenigen Jahrzehnten wurde hier noch Kohle abgebaut. Leipzig. Was wohl die wenigsten mit der sächsischen Metropole verbinden, einen erholsamen Urlaub am Wasser. Aber genau den bekommen sie. Am Kospudener See. Nicht mal eine halbe Stunde von der Altstadt entfernt. Das ehemalige Braunkohle-Restloch wurde, wie etliche andere in der Gegend, in den letzten 20 Jahren geflutet und renaturiert. Gemeinsam ergeben sie das Leipziger Neuseenland. Dieser Seenverbund wächst immer noch und soll mal 70 Quadratkilometer umfassen. Menschen statt Maschinen. Davon, dass hier zu DDR-Zeiten Braunkohle gewonnen wurde, zeugen nur noch ein paar monströse Metallungetüme wie der Schaufelradbagger. Vom Tagebau Restloch zum Naherholungsgebiet. Auch am Mark-Kleeberger See ist die Metamorphose geglückt. Also viele machen hier Urlaub, anstatt eben irgendwo hinzufahren. Und wir haben sehr, sehr viele Anfragende für Segeln, aber auch Windsurfen. Stand-up-Paddeln ist sehr, sehr nachgefragt, sehr hoch nachgefragt. Und was halt sehr viel mehr geht, ist tatsächlich das Segeln. Die neuen Seen sind schon lange kein Geheimtipp mehr. Tatsächlich sind sehr, sehr viele aus Bayern und Baden-Württemberg und viele aus der Region Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen, genau. Der Kanupark direkt am See ist die zweite künstliche Wildwasseranlage in Deutschland. Zu erwähnen, dass sie für jede Menge Action gut ist, ersparen wir uns mal. Dass man im Wasser schwitzen kann. Was kann man bei euch noch alles machen? Ja, Kanu-Wildwasser, also sprich mit dem Kajak kann man fahren, mit dem Raft kann man fahren. Was wir gerade gemacht haben, mit dem Duo-Raft. Ja. Und wir haben seit 2017 noch eine stehende Welle. Das kann man tatsächlich mit dem Surfbrett üben und fahren. Also ich kann euch jedem empfehlen, das macht unglaublich Laune. Und wie man es an mir sieht, man überlebt. Eigentlich war die Anlage für die Olympischen Spiele 2012 gedacht.
Aber dummerweise wurden sie nach London vergeben. Der Kanu-Park wurde dann trotzdem gebaut. Über einen Kanal gelangt man vom Mark Kleeberger in den Störmthaler See. Sein außergewöhnliches Wahrzeichen, die schwimmende Kirche Vineta, auf der man tun kann, was man in einer Kirche ebenso tut. Wer jetzt weder heiraten noch Wassersport betreiben will, das Leipziger Neuseenland tut zu jeder Jahreszeit gut. Und im Winter hat man die Seen fast ganz für sich. Es geht ins Land der tausend Seen. Die Mecklenburgische Seenplatte ist ein Geschenk aus der Kälte. Vor 12.000 Jahren schob eine mächtige Eiswalze Erdmassen, Sand und Steine vor sich her und formte diese Landschaft. Beim Abtauen sammelte sich das Schmelzwasser. Unzählige große und kleine Seen blieben zurück. Und mit ihnen ein einzigartiger Lebensraum für seltene Tiere und Pflanzen. Von den Slawen wurde sie einst Kleines Meer genannt, die Müritz. Der größte See, der sich komplett auf deutschem Boden befindet und den wir uns nicht mit Nachbarländern teilen müssen, wie den Bodensee. Den Kranichen sind Ländergrenzen sowieso Schnuppe. Auf dem Weg von Skandinavien nach Afrika und zurück machen sie hier gern und ausgiebig Rast. Nirgendwo sonst in Mitteleuropa versammeln sich mehr der eleganten Vögel, die zwar ihre Ruhe brauchen, selbst aber ordentlich Krach machen. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And I reach for your hand but it's cold, you pull away again. And I wonder what's on your mind. In Waren und Röbel sammeln sich die Urlauber. Aber nur, um die Orte ganz schnell wieder zu verlassen. Und das weit verzweigte Netz von Wasserstraßen, das die Mecklenburgische Seenplatte durchzieht und von dem die Müritz ein Teil ist, zu erkunden. Also, lassen Sie das Handy zu Hause und die Hektik hinter sich. Die Natur an der Müritz ist eine Streicheleinheit fürs Gemüt. Die einzige Gefahr, die hier droht, dass man nie wieder weg will. Unsere ultimative Nummer 1, der größte aller Seen in Deutschland. Wenn ich den See, 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 See. Vorhang auf und Bühne frei für den Bodensee. Wenn ich den See, 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 See. So gewaltig ist er, dass sich auch Österreich und die Schweiz ein Scheibchen davon abschneiden. Ich bin so gern am Bodensee, weil der mir so gefällt. In seinem Wasser steh, bin ich am schönsten Platz der Welt. Ein Schiff der weißen Flotte läuft in den Hafen ein. Und kleine Segelboote wiegen sich im Sonnenschein. Wenn ich den See seh, brauch ich kein Meer mehr, denn unser schöner Bodensee macht so viel mehr her.
größte Stadt am Bodensee ist Konstanz. Wer sich ihr vom Wasser aus nähert, passiert zwangsläufig die Statue der Imperia, einer Dirne oder Liebesdienerin. Sie und 700 ihrer gewerbetreibenden Kolleginnen kümmerten sich beim Konstanzer Konzil vor 600 Jahren, nun ja, um das leibliche Wohl der Kirchenoberen. Angeblich. Birds flying high, you know how I feel. Doch die Stadt der Kardinäle und Kurtisanen hat mehr zu bieten als sein Wahrzeichen, um eine originelle Anekdote. Breeze drifting on by, you know how I feel. Die historische Altstadt gehört zu den bedeutendsten mittelalterlichen Stadtensembles in Baden-Württemberg. Was daran liegt, dass sie im Weltkrieg glücklicherweise nicht zerstört wurde. For me. And I'm feeling good. I'm feeling good. Fish in the sea. Im Nordwesten des Bodensees liegt die Blumeninsel Mainau. Auf einer Fläche, die in etwa so groß ist wie der Vatikan, gedeihen einheimische und mediterrane Pflanzen. 45 Hektar verschwenderische Pracht. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. For me. Allein 1200 Rosensorten betören Augen und Nase. Nur die vielfältigen Stauden und Gräser dürften nichts für Allergiker sein. Macht aber nichts, die Leute kommen trotzdem. Über 1 Million jedes Jahr. Für mich ist tatsächlich die Magie, dass die Insel 365 verschiedene Gesichter hat. Dass wir jeden Tag ein anderes Licht haben, eine andere Stimmung haben und dementsprechend natürlich auch andere Blüte haben. Unsere Gewässerrundreise ist vorbei. Auch wenn wir bei 12.000 Seen in Deutschland natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben können. Vielleicht konnten Sie aber ein bisschen abtauchen und sogar den einen oder anderen Ausflugstipp mitnehmen. Wir streichen jetzt auch die Segel und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.